Karl Javorek, wie jedes Jahr lädt zur Plakatparty, heuer wieder besonders groß? Ja, so wie immer. Ich meine, natürlich ist es groß, weil es ist das größte Branchenfest. Es ist auch ein Traditionsfest. Wir feiern heuer die 28. Plakatparty. Man könnte fast sagen, dass du der Mr. Plakat, das personifizierte Plakat bist, aber in den letzten Jahren hat sich doch da auf eurem Sektor sehr, sehr viel getan. Weg vom reinen klassischen Plakat hinzu? Ich würde es als Out-of-Home bezeichnen, weil sich eben die Außenwerbewirtschaft deutlich weiterentwickelt hat. In den letzten 10 Jahren war die Entwicklung unübersehbar. Weg vom oder nicht mehr nur rein das geklebte Papierplakat, sondern Citylights sind entstanden, Rollingboards sind entstanden, Station Branding ist entstanden, Infoscreen als elektronischer Werbeträger ist entstanden. Also uns die Entwicklung ist noch nicht abgeschlossen, weil wenn man sich hier schaut, was sich jetzt alles noch abspielt mit Augmented Reality, mit Einbeziehung der Out-of-Home-Werbung, mit den neuen Technologien, mit dem iPad, also da liegt noch eine gewaltige Entwicklungsstrecke vor uns. Jetzt haben wir da die Andrea Bude. Sind Plakate oder Frauen schöner? Das ist überhaupt keine Frage. Natürlich Frauen. Was sind Plakate im Vergleich zu Frauen? Nichts. Sind Plakate oder Frauen schöner? Es kommt auf die Betrachtungsweise drauf an. Für den Werber, der auf die Marke Wert legt, natürlich die Plakate. Aber das hat ja mit dem Privaten nichts zu tun. Sonst sind es in jedem Fall die Frauen. Plakat ist ein Plakat und meine Frau ist ein Unikat. Ne? Plakat wird 100-mal, 1000-mal gemacht. Meine Frau gibt es noch einmal, Gott sei Dank. Also, ehrlich gesagt, in Kombination, aber im Regelfall und im Zweifelsfall würde ich vorsichtig sagen. Die Frau Baumann. Die Frau Baumann ist. Ich meine, es sind zwar Kundenplakate von mir, die sind alle wunderbar, aber die Frau Baumann ist also, tut mir leid, ich muss sagen, Macho ist wirklich nicht zu übertreffen. Wir haben immer wieder im Digitalbereich haben wir immer neue Herausforderungen, die wir präsentieren. Und das ist etwas, was man sicherlich nicht immer sieht. Wir haben hier auch einen Alkomaten stehen, wo dann jeder beim Verlassen der Plakatparty kontrollieren kann, ob er noch fähig ist, mit dem Auto zu fahren. Und wenn nicht, kann er sich dann ein Taxi holen. Ist jetzt ein Plakat oder eine Frau was Reizvolleres? Na, mit Sicherheit eine Frau. Und die Frau Tatjana ist heute dein Plakat, das mit dir auf die Plakatparty geht? Glaubst du, dass sie als Plakat genug Aufmerksamkeit erregen kann? Würde ich schon sagen. Dann ist die Frage beantwortet.